Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer ohne Humor geeignet. Good morning, good midday, good evening, bitches. So, Leute, wir kommen zu einer neuen Episode. Wahrscheinlich verarscht, oder? Ich habe mir ein paar richtig heftige Missgeburten rausgeschrieben. Und die wollen wir jetzt einfach mal anrufen, oder? Hallo? 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 Sascha? Ja? Yo! So, Leute, unsere erste Episode wahrscheinlich verarscht zusammen mit... Ja gut, heute wollen wir voll durchstarten. Vor allem die Missgeburten, die mich immer angerufen haben, die rufe ich jetzt zurück. Ja, guten Tag. Digga, was das gestern war, haben wir gefragt, Alter. Du hast eine Oma geschubst, ey. Einfach so. Ja, und dann hast du die Handtasche geklaut. Und dann wurdest du von der Antilope angefahren. Hallo? 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 3, 2. Herr Settele? Herr Settele? Wer ist da? Ja, guten Tag. Müller, mein Name von der YouTube-Agentur. Und zwar geht es um Folgendes. Sie erwähnen in einem Video vegane BCAAs und unter anderem auch Reisprotein. Ja. Und da hätte ich folgende Frage, ob Sie auch das als Produktplatzierung gemeldet haben, weil bei mir steht hier gerade am Bildschirm, das haben Sie nicht gemacht. Ja, es geht aber darum, auch wenn sie nicht verkaufen, dass sie da einfach Werbung dafür machen und ich das auf meinem Bildschirm nicht sehe. Und ich habe ihr Video jetzt verfolgt und es ist nirgends zu sehen. Aber ich meine keine Produktplatzierung. Ja, aber hören Sie mal zu, Herr Settele. Es geht darum, es geht um Folgendes. Sie werben schon quasi, auch wenn sie es noch nicht verkaufen, für ein Produkt, das bald auf den Markt kommt und das, davon müssen wir wissen. Nö, müssen Sie nicht. Herr Settele, das muss ich. Also ich kann Ihnen Folgendes anbieten, Herr Settele, ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Also Sie ändern das und melden das oder ich nehme das Video raus oder ich gebe das weiter, dass es rausgenommen wird. Ich verstehe jetzt gar nicht, woher Sie kommen, was Sie jetzt daran genau auszusetzen haben. Das sind immerhin auch meine eigenen Produkte, meine eigenen Firma. Von daher würde ich mich meiner Meinung nach mal hinterfragen, inwiefern ich nicht meine eigenen Produkte erwähnen darf. Herr Settele, ich biete Ihnen jetzt Folgendes an. Sie geben mir Ihre E-Mail durch, dann gebe ich das meinem Vorgesetzten und er kontaktiert Sie dann nochmal. Ja, das können Sie mal machen, ja. Und Herr Settele, jetzt passen Sie mal auf, kurz. Passen Sie mal kurz auf. Und jetzt reißen Sie sich zusammen, denn Sie sind in unserer neuen Episode wahrscheinlich verarscht. Du unsympathisch. Diesen Wichser, Alter. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr fandet die Episode genauso geil wie Sascha und ich. Wir hatten eine Menge Spaß, oder? Auf jeden Fall. Die Carola ist auch dabei. Carola hat richtig viel in dem Video hier gemacht. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und vor allem, schaut bei unsympathisch. Und ich würde einfach sagen, Sascha, 3, 2, 1, verpisst euch! So Leute, schaut jetzt beim letzten Video vorbei. Es ist mal wieder richtig geil geworden, das Video. Ich weiß es. Schaut beim letzten Video vorbei und schaut nicht bei unsympathisch TV vorbei. Und checkt übrigens noch das kleine Gewinnspiel von Karl. Unten ist ein Link in der Beschreibung. Und natürlich checkt die wahrscheinlich T-Shirts. Auch dazu findet ihr einen Link in der Beschreibung. Willst du noch ein paar Schlussworte geben? Tschüss.